Ja, da hat sich Philipp wieder was rausgesucht hier. Sag mal, hast du eine Limo bestellt? Oder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Letzte Video vom Wörthersee. Planet brennt immer noch hier. Montag früh, langsam wird es ein bisschen ruhiger. Und wir haben dieses Fahrzeug auf der XS Kahnheit gesehen. Und deswegen brauchten wir für den letzten Tag auf jeden Fall einen kleinen Limo-Shuttle-Service. Und deswegen vielen Dank für die Jungs von Lownetics. Kommt mal ran hier. Guten Morgen. Okay. Limo ist am Start. So, das heißt, wir fahren jetzt tatsächlich mit der Limo ein bisschen durch Feldenwörth. Das machen wir, oder? Erstmal erzählt mal, was ist hier los? Wie kommt man auf die Idee, so ein Ding? Also, ich bin ja auch schon jemand, der sie in unseren Goldbarren Bock auf exklusive Fahrzeuge hat. Exklusiv heißt es nicht exklusiv teuer, sondern einfach haben auch ganz viele Leute geschrieben, die feiern das, dass es halt mal was anderes für sie gibt. Ja, es ist halt einfach bei ihm so, es sind einfach nur zwei Türen mehr. Gell? Mehr ist halt einfach nicht. Gell? Es ist halt einfach 124 und zwei Türen mehr. Und zwei Ellenbogen mehr. Und zwei Ellenbogen mehr, ja. Aber so wie der Name Lownetics schon sagt, ihr seid eigentlich eher mehr so die tiefe Fraktion. Wir sind tiefe Fraktion, breit, clean, gefittet. Ja. So, da wird selbst die Limo nochmal gefittet dann. Ja, muss auch sein, ne? Standarten auch gefittet. Ja, das Auto fährt ja eh kacke so an sich, weißt du? Also es ist ja nicht, dass es irgendwie... Also es fährt schon gut für das, so wie es aussieht so. Und da ist es eigentlich egal, so mit Reifen und so weiter. Wenn wir weite Strecken fahren, eh auf dem Anhänger, das spielt keine Rolle. Von dem her ist es egal. Passt ja auf normalen Anhänger drauf, ne? Ja, kommt drauf an. Also so ein ganz Standard, also den, wo ihr zum Beispiel habt, da geht er nicht drauf. Also es gibt ja dann die bisschen längeren für ein Auto und dann wir haben einen dabei, wo eigentlich für zwei Autos ist, ein Doppelten. Ja. Den habt ihr, habt glaube ich auch einen, oder? Ja. Ja, da geht er drauf optimal. Und dann habt ihr euch überlegt, ihr braucht mal ein Gemeinschaftsprojekt, habt Bock so ein Ding mal zu machen. Ja, das war eigentlich so. Wir haben ja den Q7 noch so, den haben wir immer dabei als Zugfahrzeug. Ja. Und wenn wir dann irgendwo sind, wir lassen halt die Autos dann stehen und fahren halt immer mit dem, weil ich dann 7-Sitzer. Und es geht immer super aus. Und letztes Jahr am Wörthersee sind wir beim Essen gehockt und dann haben wir gesagt, ja, beziehungsweise ich habe gesagt, dass der SQ7 geht jetzt nächste Woche, da habe ich ihn verkauft und dann habe ich gesagt, ja scheiße, jetzt haben wir gar keinen Crew-Transporter mehr, ja, was machen wir jetzt? Und dann nur zum Spaß, ich habe bei eBay Kleinanzeigen beim Essen so eingegeben, W124er Stretch-Limousine, weil er mal, du hast mal auf irgendeinem Treffen einen gesehen. Auf Man in Volkswagen. Man in Volkswagen in Holland. Dann sind die vor mir gefahren und dann hast du halt gesehen, die halt drei Ellenbogen je Seite aus dem Fenster geschaut haben, dann dachte ich so, scheiße, sowas brauchen wir. Aber es war kein 124, es war ein 108er, also S-Klasse. Ja. Weil, wenn man ehrlich ist, so vom Auffallfaktor her, ist das schon krass. Ist schon, ja klar. Oder also, wie, ihr seid das erste Mal mit dem Ding erzählt, der ist gerade erst fertig geworden. Der ist gerade erst, der ist donnerstag morgen fertig geworden, ja. Und dann haben wir gesagt, hey, wir brauchen sowas. Dann haben wir uns eingegeben bei eBay Kleinanzeigen, W124 Stretch und dann kam der. Und dann habe ich dem gleich geschrieben beim Essen und der so, ja, okay. Und dann habe ich mit dem telefoniert die Woche drauf und hat er so gefragt, ja, was habt ihr vor mit dem Ding? Wollt ihr das zum Spaß oder was macht ihr damit? Ich habe halt gedacht, so ein Liebhaber, der uns dann das Auto nicht geben will, so, was sagst du jetzt? Und dann habe ich so gesagt, ja, eigentlich schon zum Spaß. Ja, aber ja wie ich auch, ja. Da war aber ja erstmal Stille. Erstmal war kurz Stille, ja. Und dann auf einmal lacht er und sagt, ja, ich auch. Ja, und dann sind wir hochgefahren, ich und meine Freundin dann nach Nürnberg. Ja, oder Bamberg, ja, und haben wir den, dann war der... Bamberg? Ja, Bamberg, ja. Bei Max um die Ecke. Max um die Ecke, ja. Bamberg. Und, okay. dann sind wir angekommen, dann war das Ding halt scheiße vom Zustand, ja. Also, wie zu... Also, ich hab's nicht erwartet, dass es so scheiße ist, ja. Aber für das Geld, die haben halt nur so... Also, wenn du ein normales Auto kaufst, ohne den Hintergedanken, dass du dann Spaß hast mit deiner Gang, so hättest du es nie gekauft, hätte ich ja gesagt, ja, was soll ich mit dem alten Scheiß? Aber du hast, wenn du das umwiegst in das, was es kostet und wie viel Spaß du das bekommst für das Geld, ja, also ich meine, wir können es ja sagen, das Ding hat 5.000 Euro gekostet in der Basis, ja. Und wenn du denkst, 5.000 Euro, der Spaß, wo hast du das? Nirgends, ja. Das hier ist aber nicht original, ne? Nee, das ist AliExpress, Lorenzo. Das ist schon Tuning, ja. Ja, das ist Tuning, ja. Die hat er dran gehabt? Ne, hat er auch gemacht. Haben wir auch gemacht, ja. US-Blinker noch? Die auch. Ja. Ah, okay, verstehe. Ja, jeder hat halt so ein bisschen was gemacht. So, von ihm ist so das Akku-Fahrwerk, also halt Dämpfer und so sind Diatechnics. Steuerung ist Akku, Endo, CVT. Ja, und jeder hat halt so ein bisschen was besorgt. So, der eine hat halt die Standarten gemacht, der andere hat die Sterne gehabt, der andere hat Felgen gebaut, ja, der andere hat ein bisschen Technik gemacht und der andere hat, zum Beispiel den Olli, weißt du, wer den kennt, der Grimme, der hat dann den Akku errichtet für uns und so. Und jeder war halt voll mit dabei, das hat halt echt Spaß gemacht so. Aber habt ihr komplett neu lackiert das Ding? Komplett neu lackiert, ja. Neue Radläufe geschweißt, neue Kotflügel, alle Türen geschweißt. Das Dach gemacht. Dach neu bezogen mit Leder, alles, Welches Baujahr ist das Ding? Der müsste, ich glaube, 94 oder 96 ist das. Ich hoffe, Mopf 1, also Modellpflege. Weiß man so ungefähr, wann der umgebaut wurde? Gleich als Neuwagen? Warte, da ist hier so ein Typenschild. Warte. Direkt Neuwagen? Das heißt, der wird auch schon richtig was gesehen haben, oder wie? Also der hat bestimmt schon. Der hat bestimmt den einen oder anderen Schlips schon gesehen. Also. Ich wollte gerade sagen, weil das Ding muss ja nochmal richtig im Einsatz gewesen sein. Also, so wie der aussah, wo wir den geholt haben, der war hier, guck. Ja, den Showfaktor damit habt ihr auf jeden Fall halt, ne? Ja, schau hier. Harlem, Bonacker. Das ist ja nach. Also, es gibt ja einmal die Pullmans ab Werk.
Ja, und dann die von Bonacker, die wurden nachträglich umgebaut. Aber der wurde umgebaut 93. Warte, war noch nicht der erste Lauf? Jetzt kommt's, Zulassung ist spät. Genau, 95er Zulassung, 93. Ja, ja. Ne, 93, 7.1. Ja, wahrscheinlich Neuwagen, also ich gehe mal stark davon aus. Ja. So, und wie, also der Wert ist gestiegen jetzt gerade. Wie wurde so ein Ding umgebaut? Das heißt logischerweise hier in der Mitte. Ja, ja, Mitte, komplett, ja. Das ist alles original. Das ist original und das ist original. Und das ist eine vordere, oder nee, das ist doch, das ist eine vordere Türe gekürzt, die in der Mitte. Mit Stäbe. Ja, mit Stäbe, ja. Hier, Mann. Es sieht nicht ganz. Nee, das ist eine hintere Türe gekürzt. Ja. Oder so, vielleicht meinst, oder zwei, weil hier ein Hybrid. Ein Hybrid, ja. Hybrid, ja. Schau, ja, wird das ein. Ja. Genau, wenn man hier so runterguckt, ich meine, das würde ja so, ja. Ah. Und unten siehst du halt, keine Ahnung, die Querträger und die sind dann so verkleidet mit so einem Blech halt, ja. Nee, das ist ja, irgendwo werden sie angestückelt haben. So aus. Weil ja. entweder passt der Teil nicht von der vorderen oder halt der Radlauf von der hinteren nicht, ne? Ja, krass. Versuchen wir einfach mal die Firma Bunak. Ey, Jungs. Fahrt mal eine Runde mit. Ja, aber krass, weil auch so Sachen wie Türdichtung und so. Ja. Das sieht ja auch alles, ich sag jetzt mal, wie original aus. Dafür, dass es ja so dieses Ganze eigentlich noch gar nicht gab. Nee, also der Umbau war schon. Der aber Umbau die B-Säulen, schau, da ist auch immer noch die Vorrichtung, wo eigentlich der Gurt durchkommt. Also ja, stimmt. Ja, gut, weil der Sitzbank, die ist ja nicht so vom Werk. Die ist ja umgedreht. Die ist ja so normalerweise gar nicht. Normal benutzt du die Gurte ja schon mit. Weil du sitzt ja eigentlich immer nach vorne. Da ist der Spaßfaktor gering. Ja, und das haben die nachträglich umgebaut. Also, es war schon so, wo wir es gekauft haben. Original war das auch, glaube ich, noch eher mehr so ein Notbank, oder nicht? Also, die Bilder, nee, die ist ja auch. Nee, da gibt es ja zwei. Da gibt es welche, wo du hochklappen kannst, mit so Einzelsitzen und die. Herr Marius, kriegen wir PK4 verlängert, oder? Nein. es ist viel schlimmer. Er sagt, zum GS300 gab es auch Limo. Da muss man gucken, bei so den ganzen Stance-Events so in Japan und so, da gibt es die Dinger auch als Langversion. Ja. Aber da ist dann meistens, weißt du, wie so eine richtige Stretch-Limo, da ist dann hier noch so ein kleines Fenster drin, aber halt keine sechs Türen. Keine Tür, ne? Weil ich glaube, das wäre nicht so geil, wenn der keine sechs Türen hätte, sondern nur lang. Das wäre semi-geil. Ja, ja, weil klar, optisch sieht das schon mit drei Türen irgendwie geil aus. Mhm. Ne? Ich finde auch, dass die Felgen halt irgendwie perfekt drauf passen. Ja natürlich. Ja, na, also auch, auch was gedacht. Also nicht von der Größe her, sondern auch so dieses alte Lorenzer-Style da so ein bisschen wieder rausholen. Longsingster, ja. Nein, das ist so auch so ein bisschen so der Spirit von unserer Gruppe. Das muss halt immer alles matchen. Ja, es ist immer alles, du schaust immer genau hin und es hat alles einen Hintergrund. So. Ja. Am ersten Blick denkst du, ja, okay, die haben halt Felgen und so gemacht. Aber wenn du halt genauer hinschaust, dann siehst du so die Details und dann denkst du, ja, okay, passt eigentlich alles zusammen. Ja. Wie lange fahrt ihr schon zum Wörthersee? Du. Also ich bin seit 2011 immer hier. Ja, 10 Jahre auch schon. Ja, und ich 15. Also seit 2015. So. Ja, nicht 15 Jahre. Ich habe natürlich zufälligerweise meine Wagen mit hier in Österreich. Ah, ja, klar. Wir wollten ein paar Autos wiegen und das Ding müssen wir auf jeden Fall auch wiegen. Was denkt ihr, wiegt der grob? Das haben wir gesagt, also ich habe gesagt 1820. Das war mein Tipp. Und eingetragen sind aber? Also ich glaube Leergewicht 1450 ist im Schein, also bei G steht es im Schein, aber das kann nie sein. Also, ich will hier von allen dreien einmal einen Tipp haben, einmal eine Schätzung. Wir haben schon einmal auf der XSK Night schon grob geschätzt. Also meine Schätzung war irgendwas 1950. 1541 ist eingetragen, Leergewicht im Schein. Und 2085 Kilo ist da zulässig. Genau. 1900 hast du gesagt? Du hast 1720 gesagt, ich habe 100 Kilo weniger gesagt. Du musst auch denken, der hat noch eine Fitnessanlage. Alter, Anlage ist auch noch ein Anlage. Hier. Dann hier ist die zweite Batterie. Ihr habt aber einen 19er MDF-Kasten jetzt zusammengenagelt. Ne? wir brauchen ja auch Unterhaltung. Ja, das war das Wichtigste. Der Kasten ist ja schon 80 Kilo, oder? Ja, dann die Platten, dann der Endo mit dem Kompressor drin, der wiegt auch richtig. Dann unten hier ist noch die Zweitbatterie. Hier noch die Reste von der XSK. Ja. Und drunter der Flüssiggastank. Und der Tank vom Ding ist ja auch längst hinter der Sitzbank. Wobei, nee, stimmt schon hier. Ich bin beim Limo-Service eh immer gewohnt, dass man da was zu trinken bekommt. Ne? Limo bekommt man immer was zu trinken. Ja, bei uns kommt immer was zu trinken. Und Dursten tut bei uns keiner. Okay, pass auf. Das heißt, wir wiegen das Ding jetzt und dann fahren wir noch durch Feldenbüsche. Oder Mats, soll mal aussteigen. Ja. Steig mal aus. Stimmt, du bist ja auch noch mit drin. Ja, das war schon wichtig, auf Leichtbau zu achten beim Umbau. Carbon-Bufergehäuse. Ab auf die Nordschleife. Ja, ab auf die Nordschleife. Gibt auch nichts Geileres als bei 30 Grad in der Sonne. Oder ja, komm, also die Sonne ballert auch so hart. Also die Waage hatte tatsächlich Probleme. Hier muss so viel Metall drin sein, das hier so zu erfassen. Aber also ich persönlich finde es erstaunlich leicht. Ich sage falsch, 1758 Kilo. Ich habe 1720 gesagt. Ja. Bist du am nächsten dran. Alter. 1758. Aber wenn man sich jetzt überlegt, mit
Wenn wir jetzt überlegen mit dem Akku her, mit dem Woofer und allem, ist die Bergfangarbe gar nicht so verkehrt. Nee. Ja. Wenn ihr jetzt, Alter, die ist fast so gut gefahren, wirklich, Alter. Sie hat deinen Woofer mitgenommen. Ist der noch, Alter? Ja. Aber es geht echt, oder? 1758. Verteilung wirklich fast alle gleich. Also echt gut. Jetzt müsste man mal Interesse haben. Aber echt heftig, gell? Ja, müsste man Interesse haben, mal ein originales Auto wiegen, aber der wird original garantiert auch schon 1300 wiegen, so in dem Dreh, würde ich sagen. Wenn's, ich denke eher mehr sogar. So, also eine normale Limo, ja. Hat der so Klimaanlage und so noch alles? Ja, Klima drin? Hat er, ja. Dann würde ich mal sagen, schnell ins Auto zur Klimaanlage. Ja, okay, schnell. Ja. Also ich brauche ein neues T-Shirt erstmal. Ja, okay. Rollt mal rückwärts, dann packen wir die Wagen zusammen. Ja, los, okay, geht's. Machen wir, ja. Yes. Also können wir nach Hannover fahren, so, oder? Sitzen geht, aber Füße muss man. Ja, Füße muss man ein bisschen rumpacken, aber sitzen bewegen. Ja, außer wir machen. Wir müssen schon, brauchen schon kurz Mucke, sonst hast du kein Feeling. Nein, nein, da ist es nicht GEMA-geschützt, was wir da machen. Ja, ist egal, ich leg dann irgendwas anderes runter. Ich lag hier auf volle Pulle. Digga, warum hast du eigentlich eine lange Hose an? Ich auch, deswegen schütze ich auch. Ich hab auch die dickste Jeans an. Du musst hier kommt warm links und Mitte kommt kalt. Kann sein. Wie 6, nee, warte, das machen wir aus, aber hier Vollgas. Ja, hier kommt Vollgas, ja. Aber hier ist kalt. Ja, da ist kalt, ja. Kutscher, fahren Sie los. Wir fahren los. Rasier den Blumenkübel nicht hier. Wir fahren rückwärts auf die Straße, oder? Ja. Also das war jetzt hier 200er Benziner, oder wie? Ja, 200 Benziner, ja. Ja, leider nur. Ja, mit die Bergkugel hier gleich richtig. Aber, stell vor, wir hätten jetzt einen Saugerdiesel. Das der ökologische Grundgedanke hat auf jeden Fall mitgespielt hier bei dem Projekt. Geht aber mal ins Rückwärts. Das Test. Wohin habt ihr die Mischke, oder? Ja, ja. Ja, fahren wir ruhig einmal. Aber mit Maske bitte. Wäre so geil, wenn gleich. You don't think it's wrong. Ich meine Ohren aber auch. Also, Airride ist halt wirklich die halbe Miete bei sowas, ne? Wie reicht das alles? Ja, auch. Du hast ja 8 Leute in der Bude und kannst du trotzdem einfach hochfahren und so. Klar, ein bisschen Beinfreiheit ist halt ein bisschen begrenzt hier. Klimaanlage passt. Ja. Ja. Und was halt witzig ist, es glotzt halt echt jeder, ne? Ja, und jeder feiert es halt. Ja. Glotzt mehr, als immer so, dass jemand jeder auch, auch Nicht-Automenschen so. Die verzeihen dir alles mit dem Ding. Ja. Also als nächstes noch V8 Umbau, oder? Ja. Wir müssen halt jemanden finden, der so lange stabile Kardanwellen baut. Ja. Wenn wir die goldene Eule halbieren mit der Flex, ich glaube, dann ist Feierabend. Die was? Die goldene Eule an das Ende. Goldbahn. Wie viel Gold brauchen wir, um den zu verlängern? Weiß nicht, Alex. Ja, ja, der ist ja im Urlaub. Ja. Also einmal zum Schlosshotel, bitte, ne? Gerne. Jawohl, schön. Taxometer an, ja. Festpreis. Wie zahlt man hier in Heineken oder wie läuft das? Mit Organen. Organe, okay, alles klar. Warte. Nur mit Organen. Noch haben wir alle. Einmal Schlosshotel, gucken, was da so rumsteht. Und da wartet auf euch, glaube ich, auch gleich noch das lauteste Auto von Wörthersee. Die Limousine kannst du stehen bleiben. Das wissen die ja nicht. Warte, wir müssen euch die Türe aufmachen. Nicht, dass hier ihr gleich noch abgeworben werdet, nur fürs Schlosshotel fahren sollt, jetzt hier ansehen. Ja, das wäre lukrativ. Na, wir machen so. Er kommt doch schon hier. Einmal aufmachen, bitte. Junge. Ah. Also, Herr Chauffeur, vielen Dank für die geile Fahrt. Hat mega Fun gemacht. Kann man wieder empfehlen, falls ihr am Wörthersee noch durch die Gegend chauffiert werden wollt. Jetzt wissen wir, wie viele reinpassen. Wir gehen auch 8 Leute. So, jetzt gibt es das ganz harte Konträrprogramm von dem längsten Auto am Wörthersee. Gehen wir jetzt zu dem lautesten Auto am Wörthersee.